Das ist auch nicht so gut. Hallo, Kinders. Ja. Der Titel sagt schon alles. Irgendetwas tun. Vielleicht später irgendetwas anderes tun. Ja. Also spielen wir einfach ein bisschen Doom. Das Re-Release von Night Dive Studios und bla. Ihr wisst, ich bin kein Mensch großer Worte, also von daher. Soll ich da denn reinkommen? Hä? Ist die Decke nicht eben noch bewegt? Ist sie jetzt kaputt? Hä? Ich dachte, du hast Mario gefragt, ob der Zeit hat. Beziehungsweise es war ja auch die Frage, ob er irgendwie, keine Ahnung, Fußball oder sowas heute hat. Weil als ich das letzte Mal geguckt habe, war in Discord keiner von den beiden online, also habe ich niemanden gefragt. Du Opel, alles klar. DD Fragezeichen. So, Frage ist geklärt. Während ich versuche herauszufinden, wo ich hier überhaupt lang soll. Das Ding ist, ich könnte schwören, ich habe Doom 2 in meinem Leben schon mal durchgespielt, aber ich erinnere mich null an dieses Level. Also so gar nicht. Ja, man hat eine Karte, aber das bringt mir halt auch nichts, wenn ich, keine Ahnung, ob, wo ich lang soll. Ich meine, ich habe eine rote, ich glaube, die blaue Schlüsselkarte habe ich zuletzt bekommen. Da ist eine blaue Tür direkt neben mir. Komme ich da überhaupt hin? Da, wenn ich da oben raushüpfe. Hä? Ja, da konnte man noch hochlaufen, randommäßig. Blau. Hier war ich anscheinend auch noch nicht. Da sind noch Leute hinter. Boah. Was, woran hänge ich denn die ganze Zeit? Ach, der ist ein unsichtbarer Arschkopf. Der noch hier? Hab ich den getötet? Das sieht nicht mehr so gut aus, ja. Das hier ist extrem detailliert für Doom-Verhältnisse. War das schon immer so? Exit! Wow, da hatte ich ja noch einen echt langen Weg vor mir. 100? Oh, Moment mal. Wissen die bei ID, wie Prozentrechnung funktioniert? Wie kann ich 104% Kills bekommen? Also außer natürlich, es werden Monster nachträglich gespawnt, die bei der Zählung nicht mit reinzählen, aber müsste man die 100% dann nicht anhöben? Industrial Zone. Ach, das sieht nach dem Aufzug aus. Oh shit.
Oh, das war auch die Wand. Es ist sehr weitläufig alles hier. Aber erstmal bin ich sicher, ob der Boden sich bewegt oder die Wand. Das sieht aus, als wenn es wehtun würde, wenn man da drüber läuft, ja. Ach, wunderbar. Ich habe natürlich vergessen zu speichern, weil ich doof bin. Naja. Naja, so viel habe ich ja nicht verloren. Hallo Yomi, wie geht's? Wie steht's? Bin wenig geballert in Doom, na, dann kann ich ja schlafen gehen. Ja, ja, genau. Da passiert nicht viel. Bin nur meistens auch nicht sehr gesprächig. Ich warte auch eigentlich nur darauf, ob die Herrschaften Lust und Zeit bezüglich Dungeon Defenders haben. Wer schießt dann? Wo schießt da einer? Da! Oh, da, wow, da wäre sogar ein Environment Suit gewesen. Naja, ich weiß nicht, ob ich die jetzt noch brauche. Ich habe nicht vor, hier nochmal in der Lava rumzu watscheln, sagte er und sammelt irgendwelche komischen Waffen ein. Der plötzlich weg. Echt eigentlich hoch? Große Schlüsselkarte, wunderbar. Ah, manchmal so hoch sieht er doch nicht. Ich kann bestimmt doch irgendwie hochlaufen hier.
Raketenwerfer, das ist ja nett. Ist jetzt weniger nett gewesen. Das hat irgendwie so, dass ich nicht mehr drüber gekonnt. Wer schießt denn da? Hier kommt man anscheinend nicht rüber, oder? Aber ich bin so doof dazu. Weil springen kann man ja nicht. Wenn ich mal nach oben gucken. Ich komme an den Typen da oben nicht dran. Ich kann nicht dafür ja den Environment Shift gebrauchen von da hinten. Brauche ich hier die rote Schlüsselkarte? Ja, probieren wir es mal aus, gell? Geronimo! Oh, ein Teleporter. Eine BFG. Was ist gerade passiert? Na gut. Irgendwie zu erwarten, wenn man eine BFG aufhebt, dass das irgendwie aus dem Ruder läuft. Wow. Da habe ich ja schön verkackt. Da ist ja noch eins! Ja. Memo an mich selber, zu nah dran stehen mit dem Raketenwerfer war noch nie eine gute Idee. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Okay, nein, auch keine gute Idee. Komme ich hier wieder raus, ohne die aufzuheben? Ich fürchte nicht. Das kann doch nicht sein. Okay. Hallo Ike, ja guten Abend. Lange dich euch nicht mehr gesehen. Wie war die Sommerpause? Pff, ja, Ja. Kann man mal machen. Ist auch eher so random, also weiß ich nicht, so.
bin ehrlich, eigentlich will ich gar nicht alleine spielen, aber ich warte eigentlich darauf, dass die anderen jetzt irgendwie sich mal entscheiden, ob wir jetzt Dungeon Defenders machen oder ob wir eine Shroud spielen oder so. Es war ja nicht direkt eine Sommerpause, sondern eher, wie nennt man das? Mangelnde Motivationspause. Nicht, dass die Motivation jetzt unbedingt wieder in großem Maße da wäre, aber hin und wieder mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das der reguläre Weg hier hoch war. Ah, das nehme ich gerne. Die Kamera neu oder hast du zugenommen? Also weder die Kamera ist neu, noch habe ich signifikant zugenommen. Das Einzige, was anders ist, dass die Kamera jetzt anders eingestellt ist. Also sie ist halt reingezoomt. Normalerweise sitze ich ja weiter weg davon, also... Warte mal. Ich meine, also erstens ist ja normalerweise habe ich ja keinen blauen Hintergrund. Aber eigentlich ist die einfach nur, naja, näher reingezoomt, weil damit ich halt ein bisschen mehr vom Bild wegschneiden kann. Hey, ich antworte doch auf deine Nachricht. Ich bin verwirrt. Zumindest als ich mich das letzte Mal gewogen habe, hatte ich dasselbe Gewicht wie immer. Also ich gehe einfach mal aus, dass es die andere Perspektive ist. Die Kamera ist jetzt auch ein bisschen höher als vielleicht früher mal. Das kommt auch noch dazu. Ja, gut. Pff, oh. Man glaubt es kaum, Menschen werden älter. Oh shit. Das ist gar nicht gut. Das ist ganz schlecht. Ein schönes Leben. Nee, das ist mir zu doof. Der Boden ist aus Lava. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes ist der Boden aus Lava. So, ich musste doch eher noch irgendwie auf die andere Seite von dem... Genau, hier wollte ich ja eigentlich hin. Ist auch nicht so gut gelaufen, die ganze Sache. Hä? Nicht eben irgendwie. Hallo. Hä? Ach, ich bin. Ich wollte gerade sagen, bin ich hier nicht eben erst lang, aber ich bin auf der anderen Seite von dem Gebäude. Jetzt macht das Ganze Sinn. Weil hier wollte ich nämlich eigentlich hin. So, okay, wie komme ich jetzt wieder normal runter? Ich habe einen gelben Schlüssel. Ich brauche einen roten Schlüssel, das weiß ich, aber... Wo brauche ich den gelben Schlüssel? In diesem Gebäude war ich, glaube ich, noch nicht drin.
Ehrlich gestanden, ich weiß nicht, was diese Unsichtbarkeit bringt. Die Viecher sehen einen trotzdem. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass sie einen übersehen oder eher übersehen oder so, sondern... Ja, ist eigentlich alles so wie immer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier nicht mit Anlauf irgendwie da rüberkommen könnte. Wenn ich über die Kante laufe irgendwie... Haha! Hallo? Oh, keiner mehr da. Den Anlauf darüber schaffe? Ein bisschen weniger Anlauf vielleicht. Das ist eine rote Schlüsselkarte und ich höre ein Vieh. Hä? Bin ich nicht hoch? Wieso komme ich da nicht hin? Oh, ja, den Schalter hätte ich mal drücken können, direkt am Anfang. Ah, hier bin ich jetzt, okay. Das hilft mir jetzt aber auch nicht. Warte mal, wo bin ich eigentlich eben gespawnt? Als ich durch den Teleporter durch bin. Und welcher Teleporter war das nochmal? Der hier war das. Also irgendwie so schräg über die Kante laufen, hat ja aus irgendeinem Grund funktioniert. Hier ein bisschen weniger Anlauf. Denkt sich so eine Schitte aus. Ja, da komme ich jetzt trotzdem nicht rüber. Nö. Ist hier irgendwo ein Schalter oder sowas? Irgendwo muss der hier auch gut sein. Seriously? Man muss zweimal durch diesen dummen Teleporter laufen, um hier hinzukommen? Eieieiei. Gut, rot. Das war hier irgendwo. Thunfisch oder Gyros Hähnchensalat? Gute Frage, nächste Frage. Also, Thunfisch bin ich schon mal raus in den meisten Fällen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ein Gyros-Hähnchensalat klingt irgendwie auch interessant. Um nicht zu sagen, befremdlich. Ja, hier war ich doch schon. Hier war ich doch schon komplett ohne diese dämliche rote Schlüsselkarte zu haben. Willst du mich eigentlich verarschen?
Ja, aber was bedeutet das Wort Salat in dem Zusammenhang? Ist das sowas wie ein Fleischsalat oder ist da wirklich Gemüse dann dabei? Und was für ein Dressing ist denn da so dabei? Ich meine, das ist ja auch wichtig. Okay, dann ist die Frage, was ist normaler Salat? Eisbergsalat, ja, Krautsalat, Rosenkopfsalat, also ich, ja, ihr merkt schon, ich kenne mich unglaublich gut mit Salaten aus. Wofür zum Geier brauche ich diese dumme rote Schlüsselkarte, weil ich doch schon überall war mit der roten Schlüsselkarte. Also entweder war das Absicht oder es war keine Absicht, dass ich die gelbe Schlüsselkarte vor der roten bekomme, weil ich die rote hätte ich ja gar nicht gebraucht. Ich werfe eine Münze. Ja, das, ich glaube, da kommst du eher zu einer Entscheidung, als mir zu erklären, was ein normaler Salat für dich ist. Okay, also. Gehen wir mal davon aus, dass ihr die rote Schlüsselkarte jetzt zur richtigen Zeit. Benötigst einen roten Schlüssel, um diese Tür zu öffnen. Ja, die ist doch schon... Egal. Dann geht man hier rein, dann ist man hier... Hier fällt man dann hier rein, hier kann man dann halt die gelbe Schlüsselkarte holen. Aber selbst das hilft mir nicht, weil... Ich weiß ja nicht, wohin mit der gelben Schlüsselkarte. Oh. Ja, mit einem Leben kommt man da nicht sehr weit. Treffe ich den denn nicht? Geht doch.
Oh, das ist Lava. Das ist nur mehr Lava, das ist schlecht. Dann gucken wir doch mal, was gibt's denn hier Schönes? Oh shit. Ja, nee, das ist mir zu heiß. Ja gut, hier war ich ja gerade eben schon, bevor ich in die Lava gefallen bin. Ja. Hä? Ja. Also laut Packung besteht der Salat aus einer Mischung von Weißkohl, Rotkohl, Frisé, Lolo Rosso, Lolo Bionda, Radicchio und Endivie. Die genaue Menge kann von Schale zu Schale variieren. Zufrieden? Nein, bin ich nicht. Es ist kein normaler Salat. Ein normaler Salat hat genau eine Zutat. Salat. Blau? Oh, ich hab blau nicht. Ja, dann würde ich lieber das Hähnchen mit dem Gyros-Zeug nehmen. Anstatt dem Thunfisch. Ja, ich befürchte, die blaue Schlüsselkarte kriege ich auf der anderen Seite von diesem Kackding hier. Was ist das hier eigentlich? Ist das so verdächtig? Das ist aber nix. Dem geht's gut. Ja, macht ihr das unter euch aus? Ich versuche mich so wenig wie möglich treffen zu lassen. Ich habe das komische Schalter gedrückt. Was für einen Sinn die haben, weiß ich jetzt aber auch nicht. Okay, die leuchtet noch, die Lampe. Huch.
Da ist ein Heil gespawnt. Ah, blau. Hey, das kenne ich. Was? Halte ich für ein Gerücht. Du musst ein so dermaßen unbekanntes Spiel, das kennt doch niemand. Hallo Knalliballi. Also wahrscheinlich kennst du das Spiel nur mit mehr Skill. Jetzt hätte ich einfach gehen. Suburbs. Letzte Urlaubswoche also mäßig. Dann hab einfach mehr Urlaub. Oh shit, Narchwile. Wo? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Archwilds in Doom Eternal angenehmer als diesen hier. Im Leben ist es auch irgendwie kacke. Was macht ihr denn da drinne? Ist euch bei eurer kleinen Hausparty gestört oder was? What the fuck, wo kommt ihr alle weg? Jungs, ist ja gut. Alter, ist ja gut. Ist ja alles gut hier. Ja. Das war jetzt mal eine Überraschung. Die alle hier drin? Ich kann aber gar nicht lesen. Da ist ein Spanner hinter der Wand. Etwas zu fest geworden. Dauerlich, dann wirst du ihn wohl essen müssen. Den kannst du ja so essen. Dann fangt ihr mit No Man's Sky an.
Außerdem habe ich doch nur mit Sky, glaube ich, sogar schon mal gestreamt irgendwann mal. Ich verstehe das Problem nicht. Wieso sind da oben so viele Plasmagewehre oben drauf? Was ist da hinten denn los? Holy, nein, 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 nein. Was ich patche das Jahr ab. Ey, das war vielleicht erst vor 2 Jahren oder so, also. Ein Schiff zu züchten. Okay, ja, das kenne ich noch nicht. Kannst du dir so eine Moja basteln oder was? Brauchst du jetzt irgendeiner kennt hier Farscape? Dann, ansonsten macht das Kommentar keinen Sinn. Gut, okay, also wenigstens einer kennt die Farscape. Weg. Sehe ich wegen der Leiche nichts. Was ist das für eine Kacke? Gibt doch lebende Fregatten zum Flottenträger. Okay. Ja, nee, wollte ich sagen, also den Teil kenne ich jetzt also wirklich noch nicht. Eine blaue Schlüsselkarte, die ich natürlich nicht habe. Warum behält ihr eigentlich nie aus den vorigen Level? Hätte ich mittlerweile schon alle Farben. Wie können die mich eigentlich angreifen, wenn die den ganzen Stockwerk unter mir sind?
Ja, das sowieso. Weil ich schon fast behaupten würde, dass das Problem wahrscheinlich eher ist, dass das Spiel ja im Prinzip Höhen nicht wirklich kennt. Oh, ich wollte sagen, das ist aber einladend mit den ganzen Köpfen. Hä? What happened? Hallo? Was geht ab? Was geht ab? Hallo Eik, hallo Knalli. Hallo Yomi, hab ich auch schon gesehen. Hallo ihr alle. Die nervige Stimme aus dem Office da. Mit ihrem Toastbrot. Wieso hast du ein Toastbrot und ich nicht? Weiß ich nicht. Weiß ich, dass du Hunger hast? Nein. Immer Hunger, 24/7. Aber du hast ja vorhin noch gegessen. Vorhin, vor Stunden. Vor Jahrhunderten. Ich helfe dir, deine Lispelstimme, Knalli, Alter. Dann kannst du mir den Kinobesuch bezahlen. Guck mal, Knalli hat Zitronenkuchen. Oder sich offiziell dazu qualifiziert, den coolen Kinobesuch zu bezahlen. Ja, also was ist der Plan? Ich weiß nicht, hat Mario irgendwas gesagt? Bin nicht, ich habe keinen Discord-Benachrichtigungssound bis jetzt gehört. Oder ich habe ihn überhört. Wird nichts, muss noch kochen und später einkaufen. Schrieb er vor 20 Minuten circa. Aha. Dillinger Kino Center. Ja, ich glaube, das ist dann. Ich glaube, da ist die Anreise teurer als die Tickets. Ja, müssen wir nachher. Ich muss eigentlich noch tanken, ne? Scheiße. Da riskiere ich es morgen früh damit zu fahren. Hat jemand für mich tanken? Ja, nee, fährst du für Dione, genau. What the fuck? Fährst du für Nicole tanken? Fahr mal für meine Schwester tanken. Die hat zwar kein... Ist deine Schwester? What the fuck? Die hat zwar kein Auto, aber fahr mal für meine Schwester tanken. Bro. Ja, yeah, genau, Bro. What are you doing, Stepbro? What the fuck? Was ist hier passiert? Ich war doch nur da oben auf dem Ding. Hör das auch nochmal auf? Es sind mittlerweile so viele Viecher, dass sie sich gegenseitig die ganze Zeit anschießen.
Was gut für mich ist, weil dann muss ich die Munition nicht verbrauchen. Das klingt, das hängt seit Tagen auf Reserve. Naja, ich meine, wenn man da wohnt, wo er wohnt, gibt es halt nicht viele Orte, wo man hinfahren kann, ne? Boah, ist das fies. Von einer Stunde war es noch bei 1,66 und jetzt kostet es 1,69. Nice. Alter, ich habe das Gefühl, ich kill ein Vieh und das spawnt ein neues dafür. Ach, ich habe den blauen Schlüssel gefunden. Wann ist das denn passiert? Sag Nelly, was schenkst du mir denn zum Geburtstag? Du fährst mit Gas. Gas, Gas, Gas. Gonna stuck on the gas. Ich habe am Samstag Geburtstag, Ike. Sorry. Ich bin wieder in der Elder. Ich bin Level Up. Nein, keine Sorge, es wird keinen Stream geben. Gauchebälle sind immer nur live, wenn einer Geburtstag hat. Die wollen einfach nur Geld haben. Mhm. Ich glaube, die streamen gar nicht, weil sie Spaß daran haben. Gut, habe ich Nacht. Ah, jetzt macht die Unverwundbarkeit schon fast wieder Sinn. Ja, da oben ist das Rote. Das rote Köpf. Ach, come on. Tatsächlich sieht der Plan aktuell so aus, dass wir freitags in den neuen Alien-Film gehen. Freitagabend. Dann wird Mario mit seiner Freundin hier schlafen. Ich habe schon Kameras besorgt. Dann werden wir Samstagmorgen, wenn ich dann Geburtstag habe, schön gemeinsam frühstücken. Die fahren dann wieder, weil Mario kriegt dann halt auch noch Besuch. Und mittags kommt dann noch ein Freund vorbei und dann machen wir uns einen schönen Abend. Gucken uns die Aufnahmen an, die wir gemacht haben, während Mario und seine Olle hier geschlafen haben. Also ich hoffe, sie performen gut, ansonsten wird es ein sehr langweiliger Kinoabend. Ja, Mario und seine Freundin machen es vor Publikum. Ich würde richtig sagen, let's go. Gut, ja, was machen wir denn jetzt? Mit Zahnseide in meinem Mund rumstochern, kurzen Moment. Aha, okay, und danach? Er ist der Beste im Schattenboxen, ja, er macht jeden fertig. Wo braucht die rote Schlüsselkarte überhaupt für? War hier was mit roter Schlüsselkarte? Wir können gerne ein bisschen einen Shoutout machen, wenn dein Rechner das hinkriegt mit dem Server. Mein Rechner, also meinst du jetzt der, mit dem ich gerade streame, oder meinst du der, der extra dafür vorgesehen ist? Dein Penis. Oh, der kann auch viele Dinge. Nur nicht fliegen. Deswegen will ihn auch keiner. Ja. Sad Story. Ja, wir waren alle nur fliegende Penisse.
Muss ich nur warten, bis Z003 hochgefahren ist und dann, ja. Dann kann ja nur wieder Jahre dauern. Ich hoffe nicht.